So, hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns mit Markus wieder ein Thema ausgesucht für unser wöchentliches Podcast. Und das Thema ist heute die Umsetzung der Trades, weil wir kennen aus unserer Erfahrung und auch von unseren Coaches, auch aus unserem Trader-Leben, ja, dass wir uns sehr oft von irgendwelchen Trades, die nicht so gut gelaufen sind, beeinflussen lassen und dann den nächsten Trade auslassen, weil wir dann komisches Bauchgefühl haben. Und warum das falsch ist, werden wir heute diskutieren mit Markus. Und ich mache die Anleitung so. Das Problem ist, was ich aus meinem Coach-Alltag berichten kann. So, ich hatte am Beginn meiner Karriere auch privates Coaching gegeben. So, und bei privates Coaching hatte ich einen Coaching-Teilnehmer bei mir. So, wir haben uns mit dem getroffen einmal pro Woche und haben gemeinsam die Watchlist erstellt und dann die Märkte unter der Woche gehandelt. So, und dann hatten wir auf dem Watchlist einen Markt, 10-jährigen T-Notes. So, und der meinte, du, ich habe mit Tino so eine schlechte Erfahrung gemacht, dieser Markt funktioniert für mich nicht. So, dann sage ich, okay, also wie gehen wir jetzt vor? Naja, ich würde den nicht handeln, also ich habe da dabei schlechtes Bauchgefühl. Ich sage, okay, ich will dich ja nicht dazu zwingen, also du musst ja deine Erfahrung jetzt machen. So, und dann lässt er diesen Trade raus, so, und dieser Trade war ein Gewinner. So, nachdem er gesehen hat, dass dieser Trade dann doch ein Gewinner wäre, hat er gesagt, du, vielleicht habe ich ja irgendwelche Vorbehalte gehabt für 10-jährigen T-Notes. So, vielleicht funktioniert das doch. Ja, so, ein paar Monate später haben wir neu diesen Markt bei uns auf der Watchlist. So, und dann sagte er zu mir, jetzt werde ich diesen Trade nehmen. Dann nimm diesen Trade und dieser Trade ist natürlich ein Verlust. Und dann sagte er zu mir, habe ich dir doch gesagt, also 10-jährigen T-Notes funktionieren für mich nicht. So, letztendlich, ob sie 10-jährigen T-Notes funktionieren oder nicht funktionieren, ist hier nie die Frage, weil die Frage ist, ob wir eine Strategie haben mit einem positiven Erwartungswert. Wenn wir diese Strategie haben, dann müssen wir einfach dafür sorgen, dass wir jeden Trade nehmen und nicht auf ein Bauchgefühl hören. Das sind diese Glaubenssätze, die wir uns dann auch aneignen. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil mir ist da im Laufe der Jahre auch etwas passiert. Ich habe Natural Gas immer gehandelt. Und zwar long und hatte damit immer gute Gewinne gemacht und habe dann irgendwann mal von dir gehört in dem Schulungsvideo, du tust dir hart, beziehungsweise Natural Gas ist short leichter zu handeln und du hattest Natural Gas lieber short. Ja, und vorhin Lagerkosten, die beim Kasten stehen. Was ist bei mir passiert? Das ist wieder dann der typische Einfluss von außen. Ich habe mich nicht mehr getraut, Natural Gas long zu handeln, und eigentlich hätten die Setups super funktionieren. Und da ist es genau dasselbe letzten Endes. Das Gesetz der Zahlen, der großen Zahlen sind wir da wieder. Und man nimmt da den Einfluss von außen, hört da was. Man nimmt dann natürlich ja auch, man hat ja dann seine Vorbilder, wo man dann, oder Mentoren, von denen man dann lernt. In meinem Fall war es ja auch bei mir. Disclaimer, das war vor vielen Jahren. Das war vor vielen Jahren, ja. Und damals wusste ich nicht, dass Gaspreis sehr stark vom Wetterprognosen abhängt. Ja? Inzwischen habe ich das auch gelernt. So, und deswegen der Gashandel funktioniert bei mir super, sowohl long als auch short. Ja. Und deswegen war es nochmal wichtig, diesen Disclaimer hier zu erwähnen. Aber es ist in dem Moment ja auch genauso wichtig, und das war dann auch mein Learning, dass ich wieder mein Trading-Journal in die Hand genommen habe und dann ja alle meine Natural Gas Trades mir angeschaut habe und dann gemerkt habe, dass diese Aussage, ich habe ja wirklich gutes Geld verdient gehabt, immer mit Long Trades. Und wie gesagt, einfach mal dann selber die Trading-Journale durchgehen und sagen, Moment, hat funktioniert doch. Auch meine Auswertungen durch historische Tests. Warum lasse ich mich dann beeinflussen von außen, wenn ich eigentlich weiß, dass es dann funktioniert? Und da kommen wir wieder auf den Punkt zurück, wie wichtig es ist, seine eigenen Trades auszuwerten und sich dann nicht von außen irgendwo beeinflussen zu lassen. Genau, eine interessante Aussage war, ich war bei einem Vortrag von Larry Williams in Miami und der hat gesagt, alles, was ich heute erzähle, bitte glaub mir das nicht. Nimm das als eine Motivation für eigene Recherche. Ja, aber glaub mir das nicht, weil er muss quasi eigene Recherche betreiben, dann sicherstellen, aha, hier habe ich eine Bestätigung für diese Aussage und erst danach quasi das Geld riskieren sozusagen. Ja. Deswegen gibt es bei uns im Coaching auch viele historische Tests und Demo-Trading etc., damit einfach der Coaching-Teilnehmer sich nicht blind verlässt darauf, dass die Strategie funktioniert, sondern durch eigenen Handeln das auch erfährt. Ja, das ist ja auch letzten Endes die große Gefahr und das habe ich auch schon mitbekommen. Bei uns Coaching-Teilnehmer macht super Demo-Handel. Top-Statistik, hat sich ja nichts gefehlt. Irgendwann mal frage ich
wie schaut es aus bei deiner Statistik? Ja, ich habe keine Trades mehr gemacht. Ja, und warum, frage ich? Ja, ich finde immer das Haar in der Suppe. Die geopolitische Lage, die ganzen Situationen. Und ich habe dann auch gesagt, nimm den kompletten Einfluss von außen raus. Wir haben einen positiven Erwartungswert mit der Strategie. Bei unseren 5 Schritten. Genau. Immer wieder dasselbe durcharbeiten. Und dann, also in puncto Börse, alles was Nachrichten angeht, bin ich ganz weit weg mittlerweile. Ich schaue es mir auch gar nicht an, weil es einen negativen Einfluss auf meine Strategie letzten Endes dann auch hat. Genau. Das kann ich dann, kann man vielleicht dann mal, wenn man Meister in einer Disziplin ist, dann kann man vielleicht mal News Trading lernen. Aber für unsere jetzige Strategie macht das ja überhaupt gar keinen Sinn, weil ich weiß, wenn ich immer diese Schritte 1:1 durchgehe, verdiene ich damit Geld. Richtig. Wir haben erst gestern mit Victor darüber gesprochen, über die politische Events. Ich habe ihm Interview genommen zu Crude Oil Auswertung. Dieses Interview kommt auch auf dem YouTube-Channel. So, und wir haben darüber gesprochen, wie stark man die politische Events, wie Kriege zum Beispiel, die Auseinandersetzung gewichten soll. Und letztendlich, wir wissen nicht, was sie im Hinterzimmer beschließen. So, das heißt, sich darauf zu verlassen würde ich nicht. Und die Kernaussage war, sich einfach auf die fundamentalen Daten zu verlassen, weil langfristig spielen die, setzen sie sich durch. Also der Age, oder der positive Erwartungswert, was man sich durch die Auswertung der fundamentalen Daten erarbeitet, der setzt sich durch über diese ganzen politischen Events und bringt eigentlich mehr im Handel, weil man öfter dann handelt. Ja. So, und letztendlich bringt das mehr Gewinn, als wenn man sich davon beeinflussen lässt und keinen Trade umsetzt. Der andere Punkt ist ja auch, wenn man sich dann so die News dann auch anschaut oder auf die Nachrichtenlage hört, ist es ja so, dann ist der Kurs ja schon irgendwo hingelaufen und in den Nachrichten wird eine Begründung dann gesucht, warum der Kurs dahin gelaufen ist. Das bedeutet ja nicht, dass der dann noch weiter steigt, aber die Masse geht dann davon aus. Ich habe das ja in den Nachrichten gelesen, der Kurs steigt, weil Ja, wir brauchen immer eine Erklärung, warum irgendwas passiert ist. Ja? Und die Börsennachrichten liefern genau diese Erklärung. Aber oft ist ja dann so, dass es sich die Erklärung nicht auf meine Strategie stützt, die ich handle. Und dann oft dann, sage ich mal, man springt zu spät auf das Ganze dann auf. Also es ist kontraproduktiv. Ja, wenn wir objektiv betrachten, dann sucht unser Gehirn einfach nach Bestätigung, warum wir keinen Trade machen sollten, weil wir einfach Angst haben und kein Vertrauen, diesen Trade umzusetzen. Und da darf man sich nicht beeinflussen. Also deswegen ist es extrem wichtig, sich auf die Regeln zu fokussieren. So, es gibt klare Regeln, zum Beispiel COT-Daten liefern ein Signal, so Trendwechsel liegt vor, Einstiegspattern ist entstanden, dann müssen wir den Trade umsetzen. Vor allem, wir wissen, dass diese 3 Schritte führen dazu, dass wir einen statistischen Vorteil haben. So, und deswegen müssen wir diesen Trade umsetzen, damit dieser statistische Vorteil sich durchsetzt bei uns auf dem Konto in Form von Trading-Gewinn. Korrekt. Aber wie gesagt, die Einflüsse von außen ausschalten, beziehungsweise sich am besten gar nicht damit befassen. Ich habe es für mich persönlich so gemacht, alles, was mit Börse zu tun hatte, wo ich irgendwelche Nachrichten bekomme, ich habe die ganzen Subscriptions auf Facebook und sonst noch was, alles weg oder gelöscht, aufgelöst, damit dieser Einfluss für mich gar nicht herrscht. Und dann kann ich ganz ruhig meine Strategie dann verfolgen. Ja, vor allem unsere Strategie basiert ja auf COT-Daten. So, in COT-Daten sieht man auch, wie die großen Marktteilnehmer auf die Nachrichten reagieren und wie sie diese gewichten. So, das heißt, wir müssen ja gar nicht selber Nachrichten auswerten, wenn wir den COT-Daten folgen. Das einzige hier ist Disclaimer, die Wetternachrichten, weil die kann man nicht manipulieren wie alle anderen Nachrichten. Man kann nicht im Hinterzimmer besprechen, wie das Wetter halt morgen aussehen wird. Ja, so ein Wetter ist halt tricky science, das habe ich, diesen Überschrift habe ich in Texas gelesen, so, wo es so viele Tornados gibt. Und dementsprechend beim Wetter gibt es ein Disclaimer, es gibt ja wenige Märkte, wie Grains zum Beispiel, Märkte, Natural Gas, wo Wetter eine Rolle spielt. So, aber auch ohne Berücksichtigung von Wetternachrichten kann man diese Märkte traden. Wenn man aber das Timing verbessern möchte, dann wäre hier die Berücksichtigung von Wetternachrichten, aber keine politischen Nachrichten oder irgendwelche anderen NTV-Nachrichten. Ich habe es mal so ausgedrückt, dass meine Börsennachrichten die COT-Daten sind. Ja. Das sind meine Börsennachrichten. Was anderes hat mich dann nicht mehr interessiert. Die kostenlosen Insider-Informationen. Ja, genau. Und sind,
Man muss es ja einfach mal auch so sehen. Wie du sagst, Insider-Informationen. Und jetzt halt verfolgen wir die Commercials. Das sind die Insider. Beispiel Kaffeebauer und Starbucks auf der einen Seite. Die machen ja nichts anderes, wie sich mit Kaffee auseinanderzusetzen. Ja, wusstest du, dass die großen Hedgefonds und auch dass viele Commercials und große Firmen, dass die eigene Wetterspezialisten haben bei denen im Team, die dann quasi Wetter, also Preisprognosen machen. Das heißt, die machen schon den Großteil der Arbeit für uns. Ja, genau. Die amerikanische Aufsichtsbehörde stellt uns diese Information kostenlos zur Verfügung. Und wenn du deine E-Mail eingetragen hast, schicken wir dir sogar E-Mail mit diesen Daten kostenlos zu am Freitagabend. Das ist, sind doch die besten Nachrichten, die wir haben können. Und nicht von irgendeinem Reporter, der Argumentation sucht, weil das Wetter, weil der Preis steigt, zum Beispiel. Das, wie ich ja vorhin gesagt habe, die Information kommt ja immer im Nachhinein. Aber die Commercials wissen es ja dann im Vorfeld. Und das ist, sind die besten Nachrichten, die wir haben können. Ich kann mir sogar vorstellen, ein Börsenreporter bereitet sich auf einen Auftritt vor bei NTV und sagt, ja, was soll ich jetzt sagen, warum der Ölpreis gestiegen ist? Ja, sag mal, Nahrungskampf schließt. Ah, okay, gut, alles klar, damit kann man sich alles erklären. Ja? So, das ist ein typischer Alltag bei Reportern. So, und deswegen dürfen wir uns auf die Nachrichten nicht verlassen. Wir müssen uns auf die fundamentalen Daten verlassen, auf unsere Setups, auf unsere technische Analyse, die in der Kombination dafür sorgen, dass wir einen positiven Erwartungswert haben bei der Umsetzung unserer Trades und nun das zählt. Korrekt. Folgt eurer Strategie und lasst euch einfach nicht von außen beeinflussen. Schnitt.